Das Selbst erleuchtet alles und braucht nichts. Kommentar zum Vers 535 von Viveka Chudamani. Shankara schreibt: Veda Shastra Puranani Bhutani Sakalanyapi Yenartavanti Tamkinu Vignataram Prakashayet. Jenen, durch den alle Vedas, Shastras und Puranas und alle Wesen eine Bedeutung erhalten, wahrlich, was könnte diesen höchsten Erkenner beleuchten? Das Selbst ist das, was alles beleuchtet. Was in den Veden steht, ist das Selbst. Was in den Puranas gelehrt wird, ist das Selbst. Was das Wesen eines Meisters ausmacht, ist das Selbst. Aber braucht man etwas, um das Selbst zu sein? Nein, du bist jetzt das Selbst. Brauchst du etwas, um glücklich zu sein? Nein, in der Tiefe deines Wesens bist du Glück. Brauchst du irgendetwas, um Selbsterkenntnis zu erreichen? Nein, du bist das Selbst. Mach dich nicht abhängig von anderen. Sei dir bewusst, du bist das unsterbliche Selbst, jetzt und jederzeit. Knüpfe dein Glück nicht an Bedingungen. Mache dir manchmal bewusst, wie du denkst, ich wäre ja glücklich, wenn mein Vater anders wäre, wenn mein Partner anders wäre, wenn ich überhaupt eine Partnerin hätte, wenn endlich die Trennung vorbei wäre, wenn ich endlich ein Kind habe, wenn das Kind älter und selbstständiger wäre, wenn das Kind aus dem Haus ist, wenn meine Eltern mich in Ruhe lassen würden, wenn mein Chef anders wäre, wenn meine Kollegen anders wären, wenn ich irgendwann im Ashram bin, wenn der Ashram etwas ruhiger wäre, wenn ich einen Ashram finde, in dem es ruhig ist. So viele Vorstellungen, was du glaubst, was du bräuchtest, um glücklich zu sein. Es ist manchmal gut, dir bewusst zu sein, welche Vorstellungen du hast und dann diese Vorstellungen aufgeben. Tattvamasi. Du bist das unsterbliche Selbst der Atman. Du brauchst nichts.